Becks 1-2 Niederlage in Dresden. Was konntet ihr aus der Niederlage, aber trotzdem der guten Leistung mitnehmen in die Trainingswoche? Ja, erstmal natürlich auch heute noch ganz bittere Niederlage für uns. Gerade weil wir da ja, früh führen, meiner Meinung nach kein schlechtes Spiel machen, dann eine riesen Chance haben, ja, wo die Latte unsere Führung verhindert. Aber gut, im Endeffekt ist das Spiel jetzt vorbei. Wir haben jetzt noch 5 Spiele vor der Brust, sind 5 Punkte hinter. Und ja, jetzt am Freitag, also morgen kommt der HFC, die wollen wir natürlich unbedingt schlagen. Was für ein Spieler war das gegen den HFC? Der HFC ist ja unter Sreto Ristić wirklich sehr, sehr gut dann auch gestartet in der Rückrunde. Von den letzten 11 Spielen 10-mal mindestens einen Punkt geholt, deswegen Osnabrück nicht gewonnen. Was für ein Spiel erwartest du insgesamt? Ja, der HFC steht zu Unrecht, würde ich sagen, da unten von der Qualität her. Ja, von der Mannschaft her, die haben in der Hinserie nicht gut gepunktet, jetzt unter dem neuen Trainer gut gepunktet. Wir haben das Spiel am letzten Freitag gegen Osnabrück auch im Hotel angeschaut und von daher wird es wie jedes Drittligaspiel mit Sicherheit ein ganz, ganz enges Spiel, ein umkämpftes Spiel. Aber hier zu Hause bei uns unter Flutlicht wollen wir natürlich die 3 Punkte hier behalten. Du hast angesprochen, daheim unter Flutlicht, das ist ein 19 Uhr Spiel. Was sind die Unterschiede für euch als Sportler auch, wenn ihr nicht um 14 Uhr spielt wie normalerweise, sondern um 19 Uhr? Ist vom Rhythmus her was anderes für euch? Ja klar, vom Rhythmus her, dass man morgens nochmal trainiert und anschwitzt. Aber klar, als Spieler liebt man es, unter Flutlicht zu spielen. Gerade bei uns im Stadion herrscht unter Flutlicht, finde ich, immer eine sehr, sehr besondere Atmosphäre. Und von daher sind es ja für uns schon Festtage und einfach tolle Spiele, gerade unter Flutlicht. Du hast angesprochen, wir haben noch 5 Spiele zu spielen, 15 Punkte sind noch zu vergeben. Hat man jetzt so ein Ziel, dass man sagt, okay, man will eine gewisse Punktzahl haben? Oder sagst du einfach, nee, Spiel für Spiel denken, alles andere macht keinen Sinn? Klar, wenn ich es mir aussuchen kann, unser Ziel, klar, im Optimalfall kann man 15 Punkte holen. Klar, würden wir direkt unterschreiben, wenn wir mitnehmen, logisch, aber ich glaube, wir tun wirklich gut daran, dass wir jetzt auf Freitag schauen, vorlegen können, 3 Punkte gegen den HFC holen können und uns dann, ja, die anderen in Ruhe mal Samstag angucken können. Insgesamt die Entwicklung über die Saison, man hat gesehen, nach dieser langen Weltmeisterschaftspause sind wir schon verbessert wieder rausgekommen. Wie siehst du insgesamt die Entwicklung vom ganzen Verein bzw. der Mannschaft? Merkt man, dass man ein bisschen eingespielter ist als am Anfang der Saison noch? Ja, es war ja in der ganzen Saison, würde ich schon sagen, ständiges Auf und Ab bei uns. Ja, was wir zu verschulden haben, weil wir unsere Heimspiele gewonnen haben und auswärts oft verloren haben. Ich glaube, dass es ja minimal besser geworden ist in der Rückrunde, dass man da schon eine Entwicklung sieht. Trotzdem hätten wir gerade auswärts schon den einen oder anderen Punkt ja, vielleicht mehr einfahren müssen, aber von den Spielen her finde ich schon, dass sich eine sehr, sehr positive Entwicklung jetzt breit gemacht hat und damit wollen wir jetzt am Freitag weitermachen und ja, wie schon gesagt, im besten Fall 3 Punkte holen. Bei dir persönlich, am Anfang der Saison warst du meistens noch hinter der Spitze auf der 10, mit der Verletzung von Högi bist du dann meistens eine Reihe weiter nach hinten gerutscht. Für dich unterschiedlich oder sagst du, es ist egal, wo du spielst, im Endeffekt 3 Punkte holen, offensiv, defensiv, stabil stehen? Ja, grundsätzlich ist mir egal, wo ich spiele. Auf jeder Position, wo der Trainer mich einsetzt, werde ich das Beste geben und ja, das Beste für die Mannschaft rausholen. Ich glaube, so denkt jeder Spieler. Die ersten 4-5 Spiele habe ich offensiver gespielt, seitdem ja, eher defensiv auf der 6. Ja, mir persönlich egal. Wichtig ist, dass wir am Ende gewinnen und ja, ein Tor mehr haben als der Gegner. Dann drücken wir die Daumen am Freitag und eine gute Trainingswoche bis dahin, Becks. Top, danke.